Heute lässt uns der große Bruder aus den USA bekanntlich alleine. Deswegen können wir uns mal einen Blick leisten auf Deutschland und die Welt am Vorabend des Antritts der neuen Regierung. Die hat ja ehrgeizige Pläne. Wie stehen wir da? Wie steht die Welt da? Das will ich in diesem morgendlichen Video mal kurz überreißen. Gestern, meine Damen und Herren, hatten wir das FOMC-Protokoll. Das ist ja schon eine Zeit lang her. Das war Anfang November die Sitzung der US-Notenbank, aber so ein bisschen was fließt dann von den späteren Gedanken der FED-Mitglieder schon ein. FED jedenfalls, die hat doch eine gewisse Sorge vor Stagflation, also nicht Inflation, sondern Stagflation. Hier hat man gesagt, die Risiken für die Wirtschaft, die sind nach unten gerichtet und gleichzeitig die Risiken für die Inflation nach oben gerichtet. Viele wollen schnelleres Tapering, sagen, dann wollen wir die Zinsen anheben. Die US-Aktienmärkte zunächst so ein bisschen beeindruckt, aber dann war man im Thanksgiving-Rausch und hat sich wieder ein bisschen nach oben gekauft. Schauen wir uns mal die Inputkosten an weltweit. Hier sehen wir, das geht massiv nach oben, noch am wenigsten in Japan und Australien, aber ansonsten sehen wir hier eine steile Kurve nach oben. Deswegen wollen immer mehr, müssen immer mehr Firmen ihre Preise anheben. Also wir haben diese inflationären Tendenzen, die dann durch Arbeitskräftemangel, Materialmangel, durch eben diese strukturellen Faktoren wie Mieten noch verstärkt werden. Wir sehen, dass die Zins- und Anleihenmärkte darauf reagieren. Die Market-Implied Rate Hikes für Juni 2022 gehen weiter nach oben. Wir sehen, dass die Spreads zwischen 2- und 30-jährigen US-Staatsanleihen nach unten gehen. Man geht also davon aus, dass die Fed doch ziemlich aggressiv für die Zinsen anheben wird, kurzfristig, geht aber dann weiter davon aus, dass das die Wirtschaft abwirkt, sodass die Fed dann bald wieder aufhört damit, wenn man diese zwei Charts vielleicht so interpretieren kann. Aber gestern vor allem die US-Arbeitsmarktdaten, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die haben neuen Optimismus gebracht. Das, was wir da an Zahlen auch gesehen haben, insgesamt war ja sehr viel gestern. JP Morgan hebt jetzt seine Prognose für die US-Wirtschaft auf 8,7% an von 3%. Goldman Sachs hebt seine Prognose an auf 6,0% und ein anderes Analysehaus von 5,6% auf 8,0%. Also viel, viel Optimismus, vor allem weil der Konsument eben richtig Gas gibt. Die haben Angst vor Inflation, wollen jetzt kaufen, damit sie später nicht höhere Preise bezahlen müssen. Dennoch erstaunlich, gestern haben wir eine sogenannte Retail Collapse gehabt, also wir haben ein Massaker unter den US-Einzelhändlern wie etwa Nordstrom und Gap, die so viel verloren haben oder deren Aktien so viel verloren haben wie noch nie an einem einzigen Handelstag. 10,7 Milliarden Dollar sind dadurch verloren gegangen oder sind jetzt woanders, wie auch immer. Passt nicht so ganz zusammen, also entweder machen die was falsch oder diese ganze Geschichte mit den Konsumwunder hat ein Problem. Möglicherweise leiden eben diese Unternehmen an diesen gestiegenen Kosten, die sie bisher nicht so richtig weitergeben konnten. Anders dagegen sieht das Elizabeth Warren, die linke US-Demokratin, die gesagt hat, ja, hier seht ihr mal, warum ihr so viel mehr bezahlen müsst jetzt an Thanksgiving. Das liegt daran, dass die gierigen Firmen, um ihren Aktienkurs oben zu halten, eben die Preise oben halten. Das ist geile Rhetorik, meine Damen und Herren. Das ist ein richtig starkes Stück, aber das hat ähnlich Joe Biden zumindest gestern über die Benzinpreise gesagt. Da hat er praktisch dasselbe den Energiefirmen vorgeworfen. Also hier sehen wir Elizabeth Warren not amused, dass man nicht mal es geschafft hat, Brainard als Fed-Chefin durchzusetzen. Kommen wir abschließend zu den US-Teil nochmal zur Lage der Märkte. Wir sehen, dass wir eigentlich eine negative Divergenz haben. Wir sehen, naja, stagnierende Kurse, wenn man so will, rauf, runter, ohne große Dynamik jetzt in die eine oder andere Richtung. Auf der anderen Seite sehen wir den RSI nach unten weisen, also wir sehen, dass die relative Stärke abnimmt. So richtig überzeugend ist das nicht. Wir sehen, dass der VIX steigt. Wir haben also teilweise steigende Aktienmärkte, steigenden S&P gesehen und steigende Volatilität. Das ist ungewöhnlich, das passt nicht zusammen. Selbst in Anstiegen geht der VIX nicht wirklich runter. Das Bedürfnis nach Absicherung ist also da, sodass wir möglicherweise jetzt ein bisschen schwerer uns tun werden in den nächsten Tagen. Heute, wie gesagt, der Feiertag, morgen ein verkürzter Tag. Aber wenn wir uns die nächsten Tage mal anschauen, zumal Anfang Dezember dann meistens die institutionellen Anleger ihr Portfolio so ein bisschen reallokieren müssen, ein bisschen die Aktiengewichtung runterfahren, weil die ist derzeit sehr hoch, um dann in Anleihen zu schichten, sodass möglicherweise innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals
eine Korrektur des S&P 500 möglich wäre. Kommen wir nun zu diesem Verhältnis zwischen den USA und China, bevor wir dann auch nach Deutschland kommen und uns die Situation dort anschauen. Hier haben jetzt die Amerikaner vor allem Quantum-Computerfirmen aus China auf die Blackliste gesetzt. China hat gesagt, das sei nicht sehr hilfreich für die Beziehungen. Die Fed hat jetzt ein substanzielles Downside-Risiko für den Wachstumsausblick Chinas im Immobilienmarkt lokalisiert. Und jetzt eben Immobilienmarkt Kaiser, auch ein Immobilienentwickler, der hat jetzt einen Trick gemacht, der sagt, ja, pass mal auf, lass uns doch die Laufzeiten der bestehenden Anleihen verlängern, dafür schenken wir dir ein paar Anleihen. Das ist der neueste Trick, also man versucht die Zahlung der Schulden rauszuzögern, gibt den Gläubigern noch ein paar Anleihen umsonst drauf, die Aktie von Kaiser daraufhin deutlich gestiegen. China will jetzt, so sagt es die Finanzpresse, weiter fiskalischen Unterstützung, fiskalischen Support leisten und die Lokalverwaltungen sind angewiesen, jetzt ein bisschen mehr zu konsumieren, mehr zu investieren, um die wirtschaftliche Abschwächung zu stoppen. Das klingt ein bisschen nach Panik, die man da hat. In Peking zumindest nach schwerer Sorge. Jetzt reguliert man auch noch Tencent, neue App, wird hier ziemlich abgestaucht gestern, deswegen Tencent auch unter Druck. Und hier noch eine kleine Anekdote. China sagt, die USA spielen mit Feuer, nachdem ein amerikanisches Kriegsschiff wieder in der Straße von Taiwan unterwegs war, das 11. Mal in diesem Jahr. So, kommen wir noch kurz zu unseren türkischen Freunden. Hyperinflation in der Türkei, da sehen wir derzeit, dass die Preise bis zu 15% steigen an einem Tag für ein bestimmtes Produkt, etwa für Chicken, also für Huhn oder für Käse, 10%, die Händler dort sind teilweise verzweifelt, die sagen, ich habe noch so etwas noch nie gesehen in den letzten Tagen, die Kunden wissen nicht, was zu tun ist, alle warten ab, alle gucken, was kommen wird, was passieren wird, gestern ja der Abwärtstrend der türkischen Lira kurzfristig gestoppt, aber das wird nicht nachhaltig sein, da haben türkische Banken Dollars verkauft, die haben aber nicht unbegrenzt Dollars, das kann man also nicht beliebig wiederholen, haben damit die türkische Lira ein bisschen gestärkt, das wird aber, wie gesagt, nicht lange vorhalten. Hier sehen wir mal, wie es ist, in hyperinflationären Tendenzen zu leben. So, kommen wir eher zu inflationären Tendenzen nach Deutschland. Und hier sehen wir eine wirtschaftliche Abkühlung bereits. Wir haben heute einen neuen Rekord an Corona-Fällen, knapp 76.000. Damit steigt die Inzidenz auf 419,7. Auch das ein Allzeitrekord. Wir sehen, dass die Menschen wieder vorsichtiger werden. Hier mal etwa die Mobilitätstrends für Deutschland, Einkaufszentren, Restaurants, Cafés, Freizeitparks, da sehen wir, dass es jetzt im vierten Quartal schon wieder deutlich nach unten geht und dieser Abwärtstrend wird sich beschleunigen. Das haben wir heute auch im GfK Konsumklima gesehen, das heute veröffentlicht wurde. Da geht die Kaufbereitschaft zurück, da gehen die Einkommenserwartungen deutlich zurück, da gehen die Erwartungen für den Businesszyklus doch relativ deutlich zurück. Also die Leute sind deutlich vorsichtiger geworden, auch weil man erwartet, dass die Inflation eben ganz hart reinknallen wird. Vierte Corona-Welle, hier sehen wir mal den GfK, wie gesagt, heute veröffentlicht worden. Und da waren wir jetzt zuletzt erstmals wieder positiv nach langer Zeit. Jetzt geht es wieder bergab. Und schauen wir uns mal die Zahl der Covid-Patienten an, die auf Intensivstationen liegen. Dann sehen wir, Deutschland führt hier meilenweit vor den anderen Ländern Europas, selbst vor Österreich, hat in Relation zur Gesamtbevölkerung deutlich weniger Fälle und die sind im Lockdown. Also das ist ein bisschen schwierig und jetzt kommt die neue Regierung in diese Situation, hat erstmal abgelehnt, das was Merkel gefordert hat, nämlich einen 2 Wochen Lockdown zu machen und hat jetzt Pläne zum Beispiel zur Energiewende. Hier sollen bis 2030 Wind und Sonne dann also 80% des Stromverbrauchs ausmachen. Jedes dritte Auto soll dann elektrisch fahren. Da ist nur die Frage, wie soll das gehen? Damit es möglich wäre, müssten wir Ökokraftwerke mit einer Kapazität von 16 Gigawatt neu bauen. Das würde entsprechen etwa einer Solarmodulfläche von 60 Millionen Quadratmetern, also so viel wie 8400 Fußballfelder oder 1200 Windkraftanlagen der Superklasse, die schon mal 150 Meter hoch sein können. Also wir müssten sozusagen alles vollpflastern mit Solar, aber vor allem mit Wind. Und das wahrscheinlich dann auch sehr in der Nähe von Wohngebieten. Das ist also der schöne Traum. Wir wollen raus, aber
Da ist sehr viel bisher Ehrgeiz da und sehr viel Vision, aber wenig Realität. Denn wer die deutsche Bürokratie kennt, die soll jetzt ein bisschen angewiesen werden, schneller zu arbeiten. Aber wer die deutsche Bürokratie und das Klagewesen in Deutschland kennt, der weiß, das wird alles sehr, sehr schwer. Gestern hat ja das DIW von Marcello Fraccherino gesagt, alles kein Problem, schaltet ab, der Rest wird schon irgendwie gehen, wenn wir nur müssen. Also hier bin ich mal gespannt, wie diese ganze Geschichte laufen wird. Jetzt nur mal ein Blick in die Realität. Gestern Abend, wie war der Strommix in Deutschland? Braunkohle 21,2%, Gas 18,1% zerquetschte, Steinkohle 16,5%, Kernenergie 11,9%, Wasserkraft 8,3%, Wind onshore 8%, Biomasse 6,6%, Wind offshore 5,3%. Das heißt, wir haben Wind und Solar spielt gar keine Rolle. Mit Wind haben wir dann etwa eine Abdeckung von 13-14%, vielleicht 15%. Der Rest, bisschen Biomasse noch, aber der Rest ist Kohle, Gas und Atomenergie. Aber das können wir locker ersetzen, meine Damen und Herren. Wir müssen es uns nur ganz dringend wünschen. Ne? Es ist ja alles eine Frage des Willens und der Vorstellungskraft, gell? Da müssen wir dann vielleicht das eine oder andere Tablettchen schlucken, damit wir es uns noch besser vorstellen und dann weiter träumen können. Also das ist die Situation. Das ist sehr, sehr ehrgeizig, um es vorsichtig zu formulieren. Heute auch ein Bericht von Landwirten oder von mit mir befreundeter Landwirt, der sagt, also hat alles Hand und Fuß, kann man schon machen so, man muss sich nur klar sein, dass es eben sehr viel teurer wird, nämlich die Nahrungsmittel, das wird auch auf uns zukommen, das heißt, wir sehen dann auch eine Lebensmittelpreisinflation, die da kommen wird. Wie wird der DAX heute handeln ohne die Amerikaners? Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, wo mein Kollege Stefan Jäger mal die fundamentale Situation zusammenfasst und guckt, wie ist der DAX denn eigentlich aufgestellt? Der ist ja schwächer als die US-Indizes, wie gesagt, unter dem Video. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch der Wetterbericht, den ich Ihnen nicht vorenthalten und will und gestern versprochen hatte. 7 Tage Wettertrend, Wintereinbruch mit Schnee bis ganz runter. In Süddeutschland ist es nachts kälter als draußen und in Norddeutschland wird von einem Tiefdruckgebiet dominiert, das so lange anhält, bis Werder Bremen wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das nur das Allerwichtigste in Kürze, der Artikel unter dem Video. Ich sage Servus und Ciao.